Herzlich willkommen bei der HKC Management. Mein Name ist Philipp Hopf. Das heutige Thema: Milliarden an Krediten vom Ausfall bedroht. Eine Bankenkrise steht um die Ecke und sie trifft vor allem Sparkassen und Volksbanken. Das wird etwas sein, das viele aufschreckt und verwundert, denn wenn ich mit Kunden Gespräche führe, dann ist immer nur die Rede von Commerzbank, Deutsche Bank, die, wie wir alle wissen, miteinander fusionieren wollten. Der Grund dafür ist nicht, weil diese Institute so gesund sind. Nein, im Gegenteil, der Grund ist dafür, dass der Staat eine Bank mit solch immenser Größe, wie sie es dann geworden wäre, einfach auch dem Bürger besser verkaufen kann, die mit 9 Millionen Krediten zu unterfüttern. Dies ist ja vom Kartellamt untersagt worden, was aber viele Menschen nicht wissen, ist die Gefahr, in der sich die Sparkassen und Volksbanken befinden. Denn man geht ja gemeinhin davon aus, dass sollte es zu einer nächsten Kredit-, also Bankenkrise kommen, dass gerade die Sparkassen und die Volksbanken dann dadurch durch ihre Struktur besonders gesichert sind. Dem ist nicht so. Das hat durch die Corona-Krise einen speziellen Effekt bekommen, der durch eine reine Finanzkrise per se so nicht so schnell zum Tragen gekommen wäre. Hier ist ein interessanter Artikel mit einigen Informationen, die ich auch hier vorlesen möchte. Ich fange einfach mal an und bereite das ein bisschen auf, warum gerade auch Sparkassen und Volksbanken in besonderem Maße gefährdet sind. Wegen der Konjunkturkrise droht den Banken hohe Kreditausfälle. Die bedrohten Banken haben maximal 630 Milliarden Euro an Krediten vergeben. Ein Teil davon könnte gefährdet sein. Ja, das ist so und ich sage Ihnen auch warum, weil gerade die Sparkassen und die Volksbanken oft an kleine und mittelgroße Unternehmen, die oftmals noch nicht so lange in der Wirtschaft agieren, Kredite verteilt. Gerade diese Unternehmen, die kleinen und mittelgroßen, sind es, die jetzt hier besonders in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die Zahl der Volksbanken schwindet seit Jahren wegen des Konsolidierungsdrucks ohnehin. Ja, es ist so, die Zahl der Volksbanken 2015 waren es noch über 1000 Volksbanken, aktuell sind es noch 841. Was ist der Konsolidierungsgrund? Nun, es wird hier auch sehr schön beschrieben, wenn viele Kredite ausfallen und dadurch die Kernkapitalquote der betroffenen Banken unter 6% fällt, werden diese umstrukturiert. Umstrukturierung bedeutet oftmals, dass die Institute, dass ein Institut mit dem anderen verschmolzen wird oder eben ganz geschlossen. Bisher war es teilweise so, dass einige Bankinstitute in der Kommunikation nach außen auch immer gesagt haben, wir wollen größer und damit sicherer werden. Oftmals ist der Grund derer, dass die so massive finanzielle Schwierigkeiten haben, dass die fusionieren müssen. Das wird natürlich nach außen nicht so kommuniziert und andere wiederum schließen dann einfach. Es ist nun mal so, dass wir eine immense Anzahl nicht nur an großen Zombie-Firmen haben in Deutschland, sondern eben auch an kleinen und mittelgroßen. Gerade jetzt kommt es zu sehr vielen Firmenpleiten durch die Auswirkungen der staatlich verordneten Corona-Regelungen, nennen wir sie mal so, dass eben auch jetzt noch, beispielsweise am Messebau, in ganz vielen Branchen, jetzt sind es nicht mehr so viele Branchen, wo ein absolutes Arbeitsverbot herrscht, aber immer noch starke Einschränkungen. Die Hotellerie zum Beispiel, die immer wieder von sich wechselnden starken Einschränkungen betroffen sind. Da stehen tausende Firmen vor der Insolvenz. Diese Firmen haben sich oftmals Kredite, gerade von Sparkassen und von Volksbanken geholt. Und diese Kredite können dann nicht mehr bedient werden. Ein weiterer Punkt, dieser Punkt, der wird oftmals nicht so im Zusammenhang genannt. Sie wissen das aber wahrscheinlich auch selbst.
Ganz viele Menschen in Deutschland haben sich gerade in den letzten 10 Jahren über das Maß mit Immobilien eingedeckt. Der Hintergedanke ist immer, wenn dann mal die Krise kommt, dann habe ich etwas, was ich liquidieren kann, zu Geld machen kann und kann mich dann dadurch besser schützen. Oder Leute, die sagen, für die Altersabsicherung. Ja, die Gründe dafür sind divers. Im Endeffekt ist es so, dass auch durch den Druck der Makler, also der Immobilienindustrie, diese Immobilien an den Markt zu bringen und eben weil auch eine hohe Nachfrage da ist, haben Leute sich oftmals übernommen. Ja, das heißt, solange diese Wirtschaftsmaschinerie gerade so läuft in einer Konsumgesellschaft, Geld kommt da rein, Geld kommt da raus, man gönnt sich das schöne Fahrzeug, viele ein, zwei Autoklassen höher, als sie es eigentlich sollten. Der eine oder andere hat die Rolex am Arm, der sie gar nicht am Arm tragen sollte, weil er sie sich in Wahrheit gar nicht leisten kann. Es funktioniert aber gerade so. Ja. Zum Monatsende sieht's Konto mau aus, aber nach außen kann man zeigen, man hat was, man ist wer. Und auf dem Immobilienmarkt, auf dem ich mich selbst auch bewege, merke ich das immer wieder, wird nach einem ähnlichen Verfahren vorgegangen. Da holt man sich die dritte, vierte Eigentumswohnung. Das läuft ja, weil die Dinger steigen ja immer weiter. Gerade hier im Stuttgarter, auf dem Stuttgarter Immobilienmarkt ist es so, dass die letzten Jahre von stetigem Anstieg geprägt waren. Das ist ähnlich wie in Berlin, nur dass der Berliner Immobilienmarkt von einem viel tieferen Punkt gekommen ist und einfach durch die Stratosphäre geschossen ist. Die Berliner selbst können sich das oftmals nicht mehr leisten. Ähnliche Situation in Stuttgart, bloß dass wir einfach wirtschaftlich viel stärker sind. Noch können es sich die Leute leisten, aber auch dort, gerade in der jetzigen Situation, erfahre ich von Bankern, die ganz klar sagen, dass hier schon von Tilgungsaussetzungen sehr viel beantragt werden. Sprich, Leute wollen ihren monatlichen Raten, das können sie auch bis zu ein Jahr. Oftmals sind es 10 Monate, in denen dies ausgesetzt werden kann. Da sehen Sie also, da verstreicht jetzt erstmal eine Zeit, wo Leute aussetzen, somit fällt das auch in der Bilanz nicht aus, das wird nicht als wirklicher Kreditausfall behandelt. Entschuldigung, bei uns fährt die Feuerwehr gerne 3-mal täglich am Tag vorbei. Das wird sich also erst Anfang 2021, sogar Mitte 2021 zeigen, wenn da eine ganze Anzahl an Kreditausfällen reinkommt durch nicht bediente Immobilienkredite. Was wird die Bank also machen? Die Bank wird diese Immobilie zwangsversteigern. Ich merke das jetzt schon, weil ich mir immer das Heftchen hole vom Amtsgericht in Stuttgart und schaue mir die Immobilien an, die dort zwangsversteigert werden, denn dort gibt es oftmals Schnäppchen. Und was ist denn ein Schnäppchen? Das ist, wenn eine Ware, die es nicht so oft gibt, zu einem günstigen Preis angeboten wird. Dann ist das ein Schnäppchen. Was wäre denn aber, wenn dieses Heft mit den zu zwangsversteigernden Immobilien von 5 Seiten plötzlich auf 50 Seiten anschwellen sollte? Dann ist dieser Preis, den ich noch vor kurzem gehabt habe, den ich als ein Schnäppchen erachte, plötzlich kein Schnäppchen mehr, weil der Markt geschwemmt wird. Das ist eine Situation, die sehe ich in einem gewissen Maße auf uns zukommen. Nicht unbedingt wie das Beispiel gerade von 5 Seiten auf 50 Seiten. Jedoch ist das ein weiterer Brandherd neben dem Ausfall von Krediten, die durch Firmenpleiten auf die Sparkassen zukommen. So sind es eben auch genauso die der Immobilien. Wenn es dort zu Ausfällen kommt, Leute schwemmen den Immobilienmarkt, also die Immobilien werden zwangsversteigert, die Kredite fallen aus. Eine Zeit lang werden die Mindestsummen werden noch erreicht. Wenn dann aber die Gesamtpreise fallen, dann wird es auch dort zu Problemen kommen für diese Banken. Interessant, was hier geschrieben wird. Hier haben wir es davon, dem Thema, angeschlagene Firmen zögern ihre Zahlungsfähigkeit hinaus. Wann die prognostizierte Bankenkrise beginnt, hängt von mehreren Faktoren ab. Beispielsweise werden Unternehmen den Zeitpunkt ihrer Zahlungsunfähigkeit hinauszögern, während Banken Problemkredite verschleiern können. Vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken sollten mit Kreditausfällen rechnen. Sie verleihen ihr Geld meist an Firmen, die jetzt doppelt gefährdet sind.
Zum einen, weil sie klein und damit generell krisenanfälliger sind als Großunternehmen. Zum anderen, weil diese Firmen insbesondere solche Branchen angehören, die vom Corona-Lockdown schwer getroffen wurden, darunter Einzelhandel und Gastgewerbe. Auch hier, was kann man tun? Bisher war ja so der Sicherheitsgedanke vieler Menschen, ich habe mein Geld auf verschiedene Banken aufgeteilt. Das ist per se mal überhaupt keine schlechte Idee, auch wenn sie dadurch höhere Girokontengebühren haben. Ich habe zum Beispiel hier bei meiner Stuttgarter Bank, der BW Bank, 8,90 Euro Girokontengebühren pro Monat. Das ist sehr stolz, ist aber auch dem Niedrigzinsumfeld geschuldet. Die Banken verdienen einfach kein Geld mehr und irgendeine müssen sie es aus der Tasche ziehen. Und das sind wie immer wir, die Bürger. Was können Sie noch machen? Verteilen Sie Ihr Geld auf verschiedene Konten. Und was wir machen, ganz klar, auch bei unserer Brokerlösung, wir ziehen unser Geld auf völlig legale Art und Weise auf Auslandsbanken, also auf Auslandsbankkonten. So zum Beispiel die Bank of America. Ich meine, es gibt drei Banken, die durch die schiere Größe und Kapitalwucht, die sie mit sich bringen, in besonderem Maße sicher sind. Das ist Goldman Sachs, JP Morgan und die Bank of America, da eben die Finanzhaie und Spieler, die zu einem großen Teil auch dafür verantwortlich sind, warum wir solche Turbulenzen am Finanzmarkt haben, die haben bei diesen drei Banken oftmals selbst ihr Geld liegen und diese Leute machen verdammt ungerne Verluste. Und deswegen können Sie davon ausgehen, solange diese Banken bestehen, gibt es auch noch ein Bankensystem. Sollte eine der wirklichen Großbanken weltweit ausfallen, dann können wir anfangen, wieder auf den Markt zu gehen und mit Fans zu tauschen, denn dann gibt es kein Bankensystem mehr. Und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das ist eine Sache, ob eine Regionalbank oder eine Bank wie Lehman Brothers, die war zwar auch groß, aber gehört nicht zu den weltweiten Giganten. Wenn einer der weltweiten Giganten ausfällt, dann, und ich denke, das wird um jeden Preis verhindert, dann haben wir ein massives Problem. Also was kann man machen? Man kann sich, da gibt es Wege, können Sie uns gerne anschreiben, zum Beispiel Brokerkonten holen, die in der Kontoverwaltung kein Geld kosten, wo das Geld bei einer absoluten Großbank, in dem Fall, wie wir es machen, bei der Bank of America hinterlegt ist, ohne dass man dafür Gebühren zahlen muss, auch keine Negativzinsen, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Das sind so ein paar Punkte, was man machen kann. Also man betreibt Diversifikation, legt auf verschiedene Konten, nimmt dadurch höhere Gebühren in Anspruch, aber man hat ein breiter gestreutes Risiko, wenn mal eine Bank ausfallen sollte, auch was die Einlagesummen der einzelnen Banken angeht. Dass man dort nicht unbedingt auf die Einlagesicherungssumme diese nicht überschreitet und oder man legt sein Geld auf Auslandskonten bei sehr großen Banken an. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte schreiben Sie uns gerne an unter info@hkcmanagement.de oder hinterlassen Sie uns einen YouTube-Kommentar. Ich freue mich über ein Like. Danke und schöne Woche Ihnen.